dieser Woche wirklich sehr, sehr gut zu erkennen. Sie allerdings ist die Favoritin. Gar keine Frage. Die junge Dame, die jeden einzelnen Ball mit einem anderen Schnitt über das Netz spielt. Seit rund 8 Jahren auf der Tour. Nun wird da noch die Uhr abgestreift. Das ist alles so eine gewisse Nervosität. Sie stand ja in diesem Jahr bei den Australian Open im Finale, hat sich überraschend dort nach vorne durchgespielt. Aber jetzt ist alles angerechnet, meine Damen und Herren, zu einem hoffentlich spannenden und abwechslungsreichen Spiel. Hat lange, lange, lange gedauert. Die Einschlagphase konnten wir nicht mitrechnen. 0 beide, erster Satz. From Sanu, 15 minutes. Yes, you can do 49. Dies war das typische Spiel von Conchita Martins. Da wartet sie ab, spielt die Vorhandbälle mit viel Topspin lang über das Netz. Und sobald die Gegnerin zu kurz wird, wird attackiert. Die Vorhand natürlich der beste Schlag von Conchita Martins. Wie bei jedem Finale begrüßen wir den regierenden Bürgermeister Eva Diebken und seine Gattin. Es gibt eine ganze Menge Prominenz hier in Berlin, die eine Bürgermeister genauso. Den Bundeswirtschaftsminister Dr. Günter Lex-Groth, nebst Gattin von Weizsäcker. Lex-Groth ist da. Und zwei das Senatoren, ist gut. Macht natürlich die für den Sport auch zuständige das gesamte Flair dieser Veranstaltung aus. Das ist gut zu wissen. Ein gesellschaftliches Ereignis für diese Stadt. Links vorne wird übrigens der Präsident des Deutschen Sportbundes. Als Repräsentanten der Sportverbände gilt unser Gruß dem Präsidenten des Deutschen Sportbundes, Manfred von Richthofen. Er stellt sich zur Wiederwahl. Wir hatten vorhin mit ihm sprechen können. Zum Präsidenten des Deutschen Und schließlich begrüßen wir den Präsidenten des Deutschen Tennisbundes, Dr. Klaus Stauder. Herzlich willkommen. So, die Ehrengäste haben wir begrüßt. Er war ja schon in den 30er Jahren da bei der Anlage des Rot-Weiß, damals als Gottfried von Kramm gespielt hat. Großer Tennisfan. Wir konzentrieren uns auf das Spiel. Das erste Aufschlagspiel von Amelie Maurice-Moe. Und das ist natürlich für sie eine völlig neue Situation hier. Stand noch niemals in einem Finale eines so großen Turniers. Was machen die Nerven? From Set 0, 15 now. Thank you.
30-15, 30-15. Gabriel Urpi, spanischer Coach von Conchita Martinez. Beiden arbeiten seit 1997 zusammen. 14-15. Spiel um Eröffnung. 1-2, 1-0. Ein wichtiges Spiel für die französische Außenseiterin, dass man ein bisschen ruhig durchatmen kann. Erste Nervosität geht so weg. 1-2 gewonnene Punkte. Wichtig für die Französin, die im Übrigen im Spiel gegen Lindsay Davenport sich eine leichte Adduktorenzerrung im linken Oberschenkel zugezogen hat. Deswegen spielt sie da auch mit einem Verband. Aber das ist mehr oder weniger Prophylaxe. Coach hat uns vorhin gesagt, sie wird auf jeden Fall hier dieses Spiel voll durchspielen können. Love 15, love 15. Love 30. Love 40, love 40. From 40, 15-40. Maresme führt 2-1, leads by 2-1. Na, das ist doch schön mit anzusehen, wie hier die französische Qualifikantin die ersten Spiele angegangen ist. Keine Spur vor Respekt vor dem großen Namen Conchita Martinez, die ja eine Wimbledon-Siegerin war. Sondern sie sagt sich, wie so viele junge Spielerinnen heute, egal was du da auf der anderen Seite machst, ich spiele mein Spiel durch und ich will gewinnen. Das kann nur das Rezept sein. Und so ist es sehr schön mit anzusehen, wie aggressiv die Französin hier spielt. Schauen wir uns mal die letzten Runden an, der Qualifikanten, die ja in der Qualifikation einen Matchball abwehren musste gegen eine junge Tschechin. Dies gestrige Spiel hier nun ein wirklich tolles Spiel gewesen, abwechslungsreich, von Dramatik geprägt. Time. Amélie Mauresmo, die sagt, ich will in Zukunft weiter versuchen, offensiver zu spielen, möchte mich so an der Spielanlage von der großen Martina Navratilova und auch von Jana Nowotner orientieren. Der Havel-Kaiser von Berlin ist auch mal wieder vorbeigekommen, herzlich willkommen, hat früher auch Tennis gespielt. Günter Fitzmann.
auslaufen. Dieser Passierball, dieser angedachte Passierball, ganz schön gefährlich. Aber da läuft sie durch, entschärft dadurch den Passierball versuchen dieser Phase von Conchita Martinez. 30. 13. Ball war aus von Conchita Martinez. Ein weiteres schnelles Spiel für die Franzosen. Es kann für den weiteren Verlauf dieser Begegnung nur gut sein. Es ist die Spanierin Conchita Martinez, die mit all ihrer Erfahrung hier ein wenig zu passiv spielt im Moment. Und die Französin ist es, die die Akzente setzt. Schön mit anzusehen, 12 Minuten gespielt. Alles gut. 30 wieder so ein Winkelball von Conchita Martinez mit viel Spin gespielt. Spiel Martinez. Field, 3-2, leads 3 games to 2. Sobald Conchita Martinez Zeit hat, sich hinzustellen, wird sie gefährlich. Mit der Vorhand macht sie das Spiel, zieht das Spiel auf, kann die Gegnerin laufen lassen. Mit der Rückhand variiert sie. Rückhand kann sie Unterschnitten spielen, zwar lang oder auch kurz. Und dann überraschend auch ein Topspin. Und wenn sie ganz, ganz viel Zeit hat, kann es passieren, dass die Conchita Martinez dann auch einmal völlig überraschend ihre Rückhand die Linien lang offensiv spielen kann, zu einem Gewinnschlag ansetzen kann. Viele spanische Fans hier auf der Anlage in Berlin. Das hier ist ihr bisheriger Turnierverlauf. Hatte sie große Mühe, gegen die Weltranglistin 13. Sandrine Testut aus Frankreich zu gewinnen. Haben auf dem Nebenplatz gespielt, genauer gesagt auf Court B. Time. Und da war es ganz, ganz eng. Aber wie es so häufig ist, da hat sich Conchita Martinez freigestrampelt. Die wirkte gar nicht motiviert in diesem Spiel. Hat sich freigespielt, dann gegen die Japanerin Sugiyama gewonnen. Und dann gestern die Lehrstunde gegen Anna Kournikova. Und jetzt erleben wir eine Conchita Martinez, die so bissig ist wie zu ihren besten Zeiten. 3-2 Führung für die krasse Außenseiterin aus Frankreich, Amélie Mauresmo.
Da wieder die unterschiedlichen Rückhand zwischendurch von Conchita Martinez, die hier versucht, das Spiel zu verlangsamen, die Französin aus ihrem Rhythmus rauszubringen. Und das versteht sie meisterlich. Und sind beide 15. Let first service. Sie hat das Herz einer Löwin, sagte vor Beginn dieser Begegnung ihr südafrikanischer Trainer Warwick Bashford. Und sie kämpft, sie weiß um ihre Chance. Tolles Erlebnis überhaupt hier für die 18-Jährige, die im vergangenen Jahr relativ schlecht gespielt hat. Hier so weit nach vorne gekommen zu sein, sie steht jetzt schon auf Position 32 auf der Weltrangliste, hat über 30 Positionen gut gemacht während dieser Veranstaltung in Berlin. 4:2, Amélie Mauresmo. Ball ist aus von Conchita Martinez. No 15, Love 15. Gabriel Urpi, nochmal eingeblendet, der spanische Coach. Früher auch Betreuer von Arantxa Sánchez Vicario. Die Damen, die wechseln ja ihre Betreuer relativ häufig. Hätte fast gesagt, so häufig wie Handtücher, aber das wollen wir mal sein lassen. Da hat sie aber Zeit, sich hinzustellen. Schauen wir mal hin. Dreht sich jetzt rum und da hat sie alle Zeit der Welt, um dann diesen Ball anzusetzen. Sehr gut gespielt.
nochmal aus dieser Perspektive. 15 beide.30-15. Led. First service. Spiel Martins. Marit McFeard, 4-3, leads 4-3. Es ist ja viel in diesen Tagen von einer Wachablösung im Damentennis gesprochen worden. Das hört sich ja auch gut an. Und erfreulicherweise gibt es ja viele junge Spielerinnen, die das ausreichende Selbstvertrauen dazu haben, auch einmal anzugreifen. Aber wir haben das hier in diesen Tagen gesehen. Sie hier, Conchita Martinez und auch Arantxa Sánchez Vicario und natürlich auch Monica Seles sind jederzeit wieder in der Lage, auch mal die ganz Jungen zu schlagen. Conchita Martinez hat neuen Ehrgeiz bekommen, ist wieder bissig, bewegt sich auch einen Tick besser, obwohl man da sicherlich an der Laufarbeit noch einen Tick verbessern kann. Mit all ihrer Routine, mit all ihren Variationen, Conchita Martinez, die im Fed Cup gegen Andrea Glass und Tatjana Kanda verlor, hier in bester Form. Das war dieser vorhin gesehene Passierball, die Linie ändern. Und eins wollen wir auch feststellen, obwohl Martina Hingis hier frühzeitig verlor gegen Anna Kornikova. Martina Hingis ist klar die beste Spielerin in diesen Tagen. Das erste Grand Slam Turnier des Jahres gewonnen. Hat viel gespielt, Hamburg und Rom hintereinander gewonnen. Mit ihr muss man natürlich auf jeden Fall bei den French Open rechnen. Zu Stefanie Graf kommen wir später noch. Zurück zum Spiel. 4-3 Führung für die Außenseiterin mit eigenem Aufschlag bei nach wie vor sehr guten Bedingungen in Berlin. Love 15, love 15. Fünf sind beide. 15. Fünf sind 30. 15-30. Thank you.
15:40, 15:40. Also das darf die Französin nicht zu häufig machen. Sich auf diese endlos Ballwechsel einlassen. Dazu spielt die Französin noch nicht schnell genug von der Grundlinie. Sie muss schon hin und wieder versuchen, ein bisschen was zu machen. Denn da unterlaufen der Spanierin wenig Fehler. Jetzt mal ein bisschen aggressiver sein. So zum Beispiel. Und komm ran. Jawohl! Einstand, Deus. Vorteil Martinez. Wir beide, vor Game Zone. All die Routine, dieses Matchverständnis von Conchita Martinez in dieser Phase des ersten Satzes wunderbar zu erkennen, wie sie da versucht, das Tempo rauszunehmen und die Französen ein bisschen aus dem Rhythmus zu bringen. Vier beide, höchst interessant anzuschauen, dieses taktische Spiel der Spanierin und wie sich da die Französin gegen wehrt. Die Spanierin ist lang in ihren Rund. 15:0, 15:0. Nicht vergessen. John Frame darf sich noch mal den Ballabdruck anschauen. Linienrichter hat er ausgesagt, wird gut gegeben. Also erneut zwei Versuche für Conchita Martinez. Schauen Sie sich mal die Länge. Genauer kann man einen Schlag nicht platzieren. 40:0. Spiel Martinez. Neue Bälle bitte. Martinez führt 5:4. Leads 5 games to 4. Und aus einem 2:4 ist ein relativ schnelles 5:4 geworden für Conchita Martinez. Und lasst sich nicht irritieren, meine Damen und Herren.
Das sieht alles so ein bisschen harmlos aus, ist aber wohl überlegt bei der Spanierin, wie sie da die Bälle reinzirkelt, die wieder in diesen Tagen ein optimales Ballgefühl hat. Und wir haben das gestern schon angesprochen im Spiel gegen Anna Konikova. Dies verdient die Note 1, was den Begriff Taktik anbelangt. Conchita Martinez, die hier sich anschaut, zusammen mit Gabriel Opry, hat sie das immer aufgezeichnet, überlegt man zusammen, was macht die Gegnerin bei bestimmten Situationen, wie reagiert Amelie Morismo bei Breakbällen und so weiter. Ist genauso wie das Zusammenspiel zwischen Torhüter und dem Elfmeterschützen. Da geht man ja auch rein in die Statistik, schaut hin, wo hat der betreffende Elfmeterschütze meistens seine Elfmeter hineingeschossen, in welche Ecke. Und auch hier haben natürlich die Spielerinnen eigene Notizen, um zu wissen, was macht der Gegner bei Breakbällen, bei eigenen Auflegen und kritischen Situationen. 5:4 für Conchita Martinez. Herr John Frame gibt den Ball aus. Conchita Martinez deutet es an und nun marschiert der Australier doch nochmal runter von seinem Stuhl, weil es die Französin so will. Wir haben den Ball eingefangen und da sieht es ganz klar aus. Vielen Dank an die Kollegin. John Frame hat den Ball nicht genau gesehen. Bittet deshalb noch einmal die junge Linienrichterin zum Ort des Geschehens. Ja. Vielleicht könnten wir den Herrschaften jetzt unsere kurze Einblendung rüberschicken. Was macht er nun, der Schiedsrichter? John Frame. Er hat ihn eigentlich nicht gesehen. Er gibt ihn aber aus. Und es tröpfelt so ganz leicht, meine Damen und Herren, am Berliner Hohlenkehlensee. Damit konnte man rechnen. Wettervorhersage auch heute wieder eigentlich gut. Junge Dame, die da richtig entschieden hat. Und auch hier. Unglaublich überlegt. 0:30. Seitlich im Aus. Wait, please. Alles gut von Conchita Martinez, die da auf ihren Vorhandschuss wartet. Spielt fast nur Vorhand in dieser Phase. Und da ist sie mit. Ja, dieses Spiel ist zu lesen. Der geht aus.
30-40, 30-40. Einstein, Deus. Vorteil Martinez. Vorteil Martinez. Das ist die besondere Endspiel-Atmosphäre. Jetzt gerade in dieser Phase bei Amelie Morris-Moe zu erkennen. Da fehlt die Ruhe, die Abgeklärtheit. Satzball Nummer 4. Satz Martinez 6-4. First set Martinez 6-4.38 Minuten gespielt und bislang ist dies ein Erfolg der Taktik der Spanierin und Amelie Morris-Moe, die hier so gut begann, so frisch drauf losgespielt hat, fing an nachzudenken. Mein Gott, ich könnte ja vielleicht das Ding hier sogar gewinnen. Und schon ist die hundertprozentige Konzentration weg. Hat nach wie vor alle Möglichkeiten, hier wieder ins Spiel reinzukommen. Love 15, love 15. Schön zu sehen, wie die Französin versucht, hier heranzukommen. Wie sie den Instinkt hat vorne mit. Aber das ist natürlich die mangelnde Erfahrung. Dieser letzte Ball. Da hat sie gut reagiert. Nur abgelockt. Schauen Sie mal hin. Zack. Aber auch hier wieder smart und klug gespielt von Conchita Martinez, die sich jetzt alle Zeit der Welt nimmt.
zweimal mal durchpustet. 45, 50 Fuß. Zu sehen, der Auftritt der französischen Qualifikanten. Einzelführung im zweiten Satz. Seitenwechsel, also Pause in Berlin. Zeit für uns abzugeben zu den Kollegen der Tagesschau nach Hamburg. 1:0 im zweiten Satz Führung für Amélie Mauresmaux, die Qualifikantin. Und Einstand bei ihrem Aufwand ein bisschen zu hektisch. Aber das ist völlig egal. Gut mit anzusehen, dass sie versucht mitzuspielen, dass sie sich nicht duckt, dass sie keinen Respekt hat vor dem großen, erfahrenen Namen der Conchita Martinez. Vorteil, Rückschläge. Der kämpferische Einsatz von Amélie Mauresmaux wird belohnt. 2:0 Führung, das sieht gut aus. Spielt völlig frei hier, die 18-Jährige hat natürlich auch überhaupt nicht zu verlieren. Kommen Sie beide, 15 Uhr. Thank you.
15:30. Wunderbar zu sehen, wie da Amelie Morismo plötzlich nach vorne kam, hat den richtigen Zeitpunkt abgepasst, ist nicht so lange hinten geblieben, wie wir das im ersten Satz gesehen haben. Spielt ja einen herrlich leicht anzusehenden Flugball, speziell auf der Rückhandseite. Die Rückhandseite auch von der Grundlinie aus der bessere Schlag der 18-Jährigen. 30 beide, 30. Die das clever gemacht, die Conchita Martin. Kurze Körpertäuschung, so als ob sie sich in Richtung Rückhandecke orientieren würde. Und dann bleibt sie einfach stehen. Hier haben wir nur noch den abschließenden Passierball gesehen. Vorteil auf. Und das mit 4:2:1 leads to games to 1. Wir haben noch einen Ehrengast zu begrüßen. Auch unsere Finanzsenatorin, Frau Annette Fugmann-Hesing, begeistert sich für den Tennissport. Auch ihr ein herzliches Willkommen. Spannende Situation hier zu Beginn des zweiten Satzes. Die Französin durchaus mit Chancen zum 13:0. Aber sobald die Conchita Martinez Zeit hat, ihre Vorhand einzusetzen, dann wird sie gefährlich. Wir schauen uns mal genau das so leicht und anmutig anzuschauende Tennis der 18-jährigen Französin an. Wie gesagt, Rückhand, besserer Schlag von der Grundlinie aus, ist hier im Vorhandgriff drin, treibt sie nicht lang genug nach vorne, wickelt sie in den Tick zu viel ein, so auch wie hier zu sehen. Natürlich auch in Rückenlage. Aber all dies kann man verbessern. Wir sehen das ja, wie sie sich auf der Weltrangliste kontinuierlich verbessert hat. Zu Beginn des Jahres hat sie erstmals den Sprung unter die Top 100 geschafft. Sehr leicht und locker unterschnitten. Aus dem Laufen her. Also eine Spielerin, die, wenn sie so weitermacht, wenn sie bereit ist, auch weiter zu kämpfen nach so einem großen Erfolg, ist immer schwer, sowas zu verdauen, die ganz schnell unter den ersten 15 zu finden sein wird, zu finden sein kann. 2:1 Führung im zweiten Satz gegen die nach wie vor außerordentlich clever spielende Conchita Martinez, 26 Jahre alt, Weltrangliste 9. Ah! From Sendo 15. Den kann man ausgeben und Conchita Martinez hält das Spiel an. Mögliche, denn hätte sie gewartet, hätte es keine Korrektur mehr gegeben. John Frame gibt den Ball aus. Richtige Angelegenheit, völlig in Ordnung. 15 Beine, 15. Auch hier klar zu erkennen.
15:30, 15:30. Und da sehen wir, über welche spielerische Möglichkeiten die Franzosen bereits verfügt. Aber das umzusetzen in ein großes Finale, das ist halt so verdammt schwer. Bravo. Out. Einstand. Dings. Einstand, Dings. Und sobald sie Zeit hat, kommt Conchita Martinez mit ihrer Vorhand. Da zieht sie ihr Spiel mit auf. Schauen wir mal, wo sie steht mit der Vorhand. Und der Weg nach vorne. Klug erkannt zum richtigen Zeitpunkt. Conchita Martinez. Also das ist so unglaublich gut gespielt, was die Taktik angeht. Nur darüber reden wir in dieser Phase. Gegen die unerfahrene Französin, die hier immer wieder angesprochen wird von ihrem Coach aus Südafrika, Warwick Bashford, der sie da versucht aufzubauen. Bleib ruhig, Mädchen. Spielball, Breakball, Martinez. Machen weg. Und wie sie das macht, wieder mit ihren guten Rittern. Lässt sie abtropfen, ganz kühl, ganz gelassen. Schauen wir nochmal hin. Der Weg nach vorne. Und dann hat sie alle Zeit der Welt. Wie sie das macht, so souverän. Kurzes Abblocken sogar noch. Conchita Martinez immer nur mit der Vorhand in derartigen Situationen. Vorteil Martinez.
Und bei diesem Spiel ist es zu 90% die Spanierin, weil sie da die Punkte gewinnt. Überzogen. Das Risiko der Franzosen. Aus einem 2:0 ist schon wieder ein 2:2 geworden. Aber egal wie, das ist eine interessante Begegnung. Hier die junge, unerfahrene Französin, die wirklich frei und sehr gut spielt. Und auf der anderen Seite die ständig abwartende Konterspielerin Conchita Martinez. Die Seite im Schläger der Spanierin gerissen und der Ball im Aus. 15 Beine, 15. Was heißt das? Natürlich Schlägerwechsel. Hat ihre Bespannungshärte in den vergangenen Tagen geändert. In den ersten Tagen war ja so eine gewisse Feuchtigkeit noch auf den Plätzen zu spüren. Jetzt durch die höher gewordenen Temperaturen müssten die Schläger härter bespannt werden, damit es nicht den Trampolineffekt gibt, damit man auch den Ball besser unter Kontrolle hat. War sehr schön zu erkennen, gestern auch im Spiel von Anna Kournikova gegen Anna Kournikova, dass der Schläger von Conchita Martinez jetzt an die 30 Kilogramm schwer bespannt ist. 15. Schauen Sie mal, wo die Conchita Martinez steht. 75% auf der Rückhandseite, um mit der Vorhand zu spielen. Die bleibt da gleich stehen. 30-15. Es wäre gar nicht schlecht für die Französen, wenn sie mal versucht, hin und wieder die Vorhandseite der Spanierin anzuspielen. Dann müsste nämlich ein bisschen mehr laufen. Auf der eigenen Vorhandseite. Da ist eine Möglichkeit drin für die Französin, aber immer noch Spielball für Conchita Martinez. Es wird jemand angerufen auf dem Center Court, wird immer wieder gerne genommen, Handy hier beim Tennisspiel. Bitte stehen bleiben. Martinez.
gegen die Laufrichtung gespielt. 3-2-Führung für Conchita Martinez. Viel Prominenz beim Finale, unter anderem ein Urgestein aus Berlin, der Havelkaiser, im Gespräch mit Jochen Schmanz. Also ich habe mich hier auf die Ehrenloge gezwängt zu Günter Pfitzmann, der ja längst Experte ist, denn er ist Stammgast bei den German Open. Günter, wie gefällt Ihnen das Spiel? Prima, prima. Ich habe mich gefreut, die Martinez, die kennen wir ja alle, die schätzen wir ja alle, aber diese junge Französin, die 18-Jährige, das ist eine Überraschung. Und ich habe beim letzten Spiel schon gestaunt, was die alle schon drauf hat. Und da habe ich mir beinahe gewünscht, die Kurnikova gegen sie, das wären mal so diese ganz jungen, mädchenhaften Frauen, wobei ich medizinisch mal staune, wo die schon die Kraft und nicht nur die Technik, sondern vom Physischen her die Bereitschaft aufbringen gegenüber ausgereiften Frauen. Sie sind ja noch im Kindalter beinahe, nicht? Bei Turnerinnen ist was anderes als die Biegsamkeit. Würden Sie glauben, dass es einen dritten Satz gibt und hoffen? Ja, ich hoffe, dass es einen gibt dann. Ich finde, die Martinez ist natürlich sehr gut, aber mein Herz hängt natürlich jetzt hier an dieser jungen Französin, um einfach mal zu durchbrechen die Tradition, die immer da war. Also, Hans-Jürgen Pohmann, Amelie hat einen Fan mehr. Da sprach nicht nur der Havelkaiser, sondern auch der Dr. Brinkmann vom Bühlebogen bei der Beurteilung der medizinischen Fähigkeiten der jungen Französin. 3-2 für Conchita Martinez im zweiten Satz. Los, auf geht's, die Französin hoffentlich ein bisschen aggressiver wieder. Aus 15 Uhr. 15 Uhr. Out. Four times. Das ist das Spiel, was Amelie Morris-Mohr in Zukunft
nur noch bestreiten will, das nach vorne gehen, habe das vorhin einmal gesagt. Ihre sportlichen Vorbilder, was die Spielanlage anbelangt, Martina Navratilova und Jana Novotná. Das ist die mangelnde Erfahrung, aber richtig gespielt. Prima mit anzusehen. Die richtige Position für Amelie Morris-Moe, die jetzt schon Nummer 33 auf der Weltrangliste geführt wird, nachdem sie als Nummer 65 nach Berlin kam. Direkt vor der Linie aufgekommen, dieser Ball von Conchita Martinez. Spielt so genau heute. And he is 4-3, leads 4 games to 3. Und sie hat zu ihrem alten Ehrgeiz zurückgefunden, Conchita Martinez, nach ihrem Durchhänger 1997. Da gab es ja eine ganze Menge Probleme, auch mit Trainern. Joe Brandy wurde abgelöst, Mann aus Puerto Rico. Nun also Gabriel Orpi. Und sie hat sich im vergangenen Jahr von der französischen Föderation getrennt, um mal mit einer anderen Mentalität zusammenzuarbeiten, mit dem Südafrikaner Warwick Bashford. Wir schauen uns einfach noch einmal das leichte und lockere Spiel der 18-jährigen Vorhand. Nicht ganz so effektiv. Wir sehen das auch hier wieder. Ein bisschen eingerollt, nicht frei nach vorne durchgeschoben, die Vorhand. Da haben die beiden vor, die Amelie und der Warwick Bashford, diesen Schlag zu verbessern in den kommenden 2 Jahren. Alle sagen, mein Gott, sie hat die Möglichkeiten, dass das ein wirklich guter Schlag wird. Die wirklich
variabel, hat keine direkte Schwäche in ihrem Spiel, die 18-Jährige. Und wenn man sich hier sie anschaut, dann fragt man sich, was machen die deutschen jungen Damen? Das haben wir noch niemals erlebt. Keine hier unter den letzten 16 bei den German Open. Und da wird natürlich, und das wollen wir nicht vergessen, Anke Huber und natürlich Stefanie Graf vermisst. Neunmal hier gewonnen, danke, das Turnier geprägt. Danke. Die überragende Spielerin des vergangenen Jahrzehnts, Stefanie Graf. Vielleicht kommt sie doch noch einmal zurück für dieses Turnier. Sehr positiv. Amelie Moremo weiter auf dem Weg nach vorne. Sie hat das Selbstvertrauen im Gegensatz zu den deutschen Mädchen, die zufrieden sind, wenn sie mal eine Runde gewinnen. Wenn sie mitspielen können. Da fehlt das letzte Quäntchen Durchbeißung. 15 Beine. 15 Beine. 15 Beine. Doppelfehler. 15:30. 15:40. Nach dem schwachen Start ja bei dem Turnier und dem mühevollen Sieg gegen Sadrin Testül erleben wir hier eine Conchita Martinez, die wieder voll drin ist in ihrem Matchverständnis. Zwei Breakbälle. Und wenn ich eben das Selbstvertrauen angesprochen habe vor einem Ballwechseln, hier ist die Bestätigung gewesen. 15:40 aus der Sicht der Französin, hat keine Angst. Sie sagt, schäme mich drum, wie es steht. Ich spiele meinen Stiefel runter. Vier beide, wunderbar anzusehen. Love 15.
Gong sind beide 15 Uhr. Dreißig, 15, 30, 15. Auch hier wieder wunderbar zu erkennen. Sobald die Conchita Martinez Zeit hat, kommt ihre Variation. Jetzt wieder die kurze Spielerei. Unmittelbar hinter das Netz gesetzt. Aus dem Stand heraus kann man die gar nicht bezwingen. Die muss man laufen lassen, die Spanierin. Leichter gesagt als getan. 40-15, vier beide, zweiter Satz. Der Ball wird ausgegeben. Doch, der war es. Also zumindest aus unserer Perspektive, Herr John Frame muss mal runtersteigen von seinem Stuhl, würde eigentlich da die Entscheidung des Linienrichters, in dem Fall Linienrichterin, voll unterstützen. Aus, jawohl. Aber auch das ist okay, dass sich die Französin da rührt. Dass man nicht bemerkbar macht, will einfach sicher sein, ist ein zu wichtiger Spielstand gewesen. 5-4 Führung also für Conchita Martinez in diesem Finale der 91. German Open. Ein Turnier der Überraschungen, das ist gut so für die Veranstaltung, das ist gut so für die gesamte Szene, dass es halt immer wieder zwei, drei neue Spielerinnen gibt, mit denen man rechnen kann, die für Überraschungen gut sind, die sich dann auch durchsetzen. Wir haben die deutschen Damen eben angesprochen. Da fehlt ein bisschen mehr Durchsetzungsvermögen. Da ist man in der Tat im Moment noch zufrieden, wenn man mal im Hauptfeld ist und mal hin und wieder eine Runde gewinnt. Da ist mehr drin, haben durchaus Talent. Da darf man auch nicht immer nur, obwohl es in diesen Tagen wirklich Mode ist, auf den deutschen Tennisbund schimpfen. Da muss man nicht auf den Verband hinschielen. Die Jugendarbeit beim Verband ist wirklich gut. Wird eine Menge getan, auch in den Verbänden. Dies darf man nicht vergessen. An irgendeinem Punkt muss man sich auch alleine durchsetzen auf dem Platz. So wie das alle Spielerinnen, alle Ausnahmespieler getan haben. Und auch diese junge Dame, die sich dann im vergangenen Jahr mal gesagt hat, mein Gott, ich habe dem französischen Verband viel zu verdanken, aber jetzt möchte ich mal selbstständig sein. Hol mir meinen eigenen Coach, hat sich von ihrem französischen Verbandstrainer Patrick Simon getrennt und hat dabei eine ganze Menge Erfolg. 6-4, 5-4, das ist der Mann aus Südafrika, der ein Kaufhaus hat für Kindermode. Warwick Bashford, der seit Jahren in Paris lebt und der die junge Französin gut motiviert hat.
Ja, auf diese Spielerei darf sich die Französin nicht einlassen. Darauf wartet ja nur Conchita Martinez. Dies ging jetzt allerdings ein bisschen zu schnell. Bedeutet Netzball nach einer Stunde und 24 Minuten. 40-0, Gabriel Orpi, der spanische Trainer von Conchita Martinez, die Spanierin vor ihrem 29. Grand Prix-Erfolg. Auch eine stolze Sache. Für die 26-jährige Spanierin. Nicht unverdient. Sie hat hier ein insgesamt ausgezeichnetes Turnier bestritten. Sie bedankt sich beim Publikum. Toller Erfolg. Erstmals Sieg bei den German Open für Conchita Martinez. Aber ihr, die wir da eben hocken gesehen haben, Amélie Mauresmoe, Respekt und Anerkennung für die volle, tolle Vorstellung der Französin. Sie hat gewonnen. Sie ist die neue German Open Siegerin und sie hat die Herzen gewonnen der Fans hier in Berlin und hoffentlich auch bei Ihnen zu Hause, meine Damen und Herren. Wir haben ein abwechslungsreiches Finale erlebt. Hoffe, Sie hatten ein bisschen Freude dran. Ich gebe mal ab zurück in unser Studio zu Jochen Sprenzel.